Nochmal so ein Problemfall. Die war erst ein Dauerdurchläufer. Und dann habe ich quasi so ziemlich fast alles gesockelt, was ging, was mir jetzt eingefallen ist. Und jetzt haben wir das Resultat und ich weiß auch nicht mehr weiter. Ich sollte vielleicht, sie vielleicht zum Maser einsetzen? U-Boot? Zerstörer? Wäre es noch als Morsezeichengeber vielleicht? Ne, jetzt mal im Ernst, ich weiß es nicht mehr weiter. Also wie gesagt, das ist, die Chips, wo du jetzt drauf sind alle getauscht und ausgewechselt. Die Voltzahl habe ich gemessen, bringt hervorragende 12,4 Volt und 5,01 Volt. Was kann es noch sein? Habt ihr einen Tipp für mich?